Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview bei Unglaubliche spirituelle Wahrheiten TV. Ich freue mich, dass wir heute wieder einmal den bekannten und sehr erfolgreichen Geistheiler Sananda zu Gast haben. Sananda hat ein neues Buch geschrieben, das dritte in seiner Reihe Unglaubliche Wahrheiten über Indigo-Menschen mit dem schönen Titel Durch die Dunkelheit zurück ins Licht. Es ist wieder ein sehr umfangreiches Werk geworden mit über 600 Seiten. Sananda, erst einmal ein herzliches Grüß Gott an dich. Hallo, grüß dich. Sananda, wo nimmst du die Zeit her, derartig umfangreiche Bücher zu schreiben, mit so vielen Seiten? Du hast daran ein oder möglicherweise zwei Jahre geschrieben. Ja, in Gedanken schon, ja. In Gedanken. Das Buch hätte schon letztes Jahr rauskommen sollen, aber die Blockaden und Angriffe gegen mich waren so immens, dass ich da nicht dazugekommen bin. Weil ich muss ja in den sogenannten Flow kommen. Und das wurde immer blockiert. Ich bin ja auch sowas ähnliches wie ein Schreibmedium. Also große Teile des Buches habe ich quasi im trance-ähnlichen Zustand geschrieben. Ich habe dann zwar schon noch die Tasten gesehen, aber ich war quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Ich habe dann die Inputs bekommen, Inputs, anders kann man es nicht sagen. Mhm. Und dann habe ich manchmal stundenlang am Stück geschrieben. Also wenn meine Frau denn nicht ab und zu gerufen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich am Stück da gesessen. Mhm. Und so ist das Buch dann doch ziemlich schnell fertig geworden. Die 650 Seiten, die habe ich in 6 Wochen geschrieben, wo andere dann wirklich Jahre dafür brauchen, eben gerade durch diesen Flow, den ich dann bekommen habe. Und musste ich dann irgendwann auch stoppen, weil ich denke, ich hätte noch Platz im Kopf gehabt für noch mal so viele Seiten, aber das wäre doch ein bisschen zu dick geworden dann zum Lesen. Ja. Mir gefällt der Titel. Ja, der Titel, der hat sich sicher 10, 15 Mal geändert während dem Schreiben. Also der ursprüngliche Titel war ein ganz anderer, wie der zum Schluss übrig war und geblieben ist. Mhm. Und das Buch war quasi erst fertig und dann kam der Titel. Und der spricht ja auch für den Inhalt. Ja. Und macht Hoffnung. Ja. Zurück ins Licht. Ja. Mhm. Sananda hat schon 2 Bestseller geschrieben. Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen und Schockierende Enthüllungen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade ist sein 3. Buch erschienen mit dem Titel Durch die Dunkelheit zurück ins Licht. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm. Zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda www.geistheiler-sananda.net. Liebe Zuschauer, wir werden nun einige wichtige Fragen beantworten, die Sie uns gestellt haben. Und wir danken Sananda noch einmal, dass er bereit ist, hier bei uns Rede und Antwort zu stehen. Sananda, du bist ein Indigo von der Venus. Wie erkennt man Indigos, wenn man nicht hellsichtig ist wie du? Und kann man Indigo werden oder ist man das seit seiner Geburt? Und gibt es mehrere Stufen von Indigo-Menschen? Und Sananda, was genau ist ein Indigo? Ja, Entschuldigung. Ja. Als ich auf die Welt kam, in dieser Inkarnation, war ich ein Indigo Santino. Es gibt auch bei den Indigo-Stufen mehrere Stufen. Das fängt an beim Indigo Santino, dann geht es zum Indigo Arcturianer, dann Indigo Andromedaner und dann Indigo Venusier. Das sind die Titel, die ich herausgefunden habe in jahrelanger Forschung. Ich bin ja auch sowas ähnliches wie ein Seelenforscher. Und das deckt sich auch mit den Erkenntnissen der spirituellen Wissenschaft. Ich habe neulich ein altes Buch entdeckt von einem
ja, so einem sogenannten Meister, der vor 100 Jahren geboren wurde. Und der hat da von 7 Seelen gesprochen. Und dann hat es mich gerade gefroren. Dann habe ich Gänsehaut gekriegt, weil diese Stufen der Seelen, die ich in meinen Büchern deklariere, sind ja auch 7. Der hat sie natürlich anders genannt, weil dem hießen die dann verbunden mit dem jeweiligen Körper des Menschen, weil der Mensch hat ja 7 Körper, habe ich auch in meinem ersten Buch geschrieben. Und jeder Körper hat eine eigene Seele. Nur haben wir die nicht auf einmal, die müssen wir uns erarbeiten über die hohe Schwingung, das heißt über das Bewusstsein. Und je höher wir schwingen, desto höher unser Bewusstsein ist, desto höher Seelen ziehen wir an. Und die jeweils neue Seele überdeckt dann quasi die alte Seele, beziehungsweise die alte Seele geht dann, das nennen wir dann Walk-in oder Seelenaustausch. Das bedeutet im Prinzip im Klartext, dass jeder Mensch vom Beginn an seines Seins, bis er wieder geht, hier nichts anderes zu tun hat, wie zu schauen, dass er seine Seelen wieder zurückbekommt oder anders gesagt die richtigen Seelen anzieht zu sich und sie einlädt, bei ihm zu wohnen. Aber für mich war das eine Wahnsinnsbestätigung, weil ich habe ja das ganze Wissen mühsam angeeignet durch mühsames Hinterfragen und Erfragen bei meinen medialen Kontakten. Und wenn man das dann irgendwo immer Buch, das kein Mensch kennt, zufällig dann nachts liest, dann denkt man, das kann doch nicht wahr sein. Also war ich gar nicht so schlecht mit meinen Ermittlungen. Und letztendlich ist die höchste Indigo-Seele ist dann quasi die Fahrkarte, um hier rauszukommen aus diesem ganzen Dilemma, wo wir hier feststecken. Also wir brauchen diese höchste Indigo-Seele. Die erste Stufe reicht nicht. Darum bin ich ja auch nochmal gekommen in meiner früheren Inkarnation, die ja alle Insider kennen, war ich Indigo-Santiner und bin wieder als Indigo-Santiner gekommen und habe jetzt in den letzten 5 Jahren einige Seelen quasi neu bekommen. Und mittlerweile habe ich die höchste, also eine höhere ist mir noch nicht unter die Augen gekommen. Und mit der werde ich wieder gehen. Das ist also hier meine letzte Inkarnation. Und jeder, der aufsteigt, braucht diese höchste Indigo-Seele. Also es genügt nicht mal die erste, sondern es folgen dann die weiteren. Aber die erste ist ja der Anfang. Und was sind Indigos? Indigos sind Emanationen des Göttlichen. Das heißt, das Licht, die Urquelle von allem Sein, schickt uns herunter als Leuchttürme, um quasi den verlorenen Seelen Licht zu spenden und den Weg zu zeigen. Weil in einer anderen Dimension strahlen wir ja und die Indigos sind hier, um das Licht auf der Erde zu verankern, damit die anderen verlorenen Seelen und Seelenlosen das als Orientierung nutzen können, um den Ausgang wieder zu finden. Wir sind also hier ausschließlich nicht zur persönlichen Entwicklung, die haben wir schon alle hinter uns. Wir müssen uns nur wieder wiederfinden. Wir müssen uns wieder entdecken, wir müssen uns wieder erkennen, weil viele Indigos natürlich auch versunken sind in der Materie und viele Plejadier und Santiner sind verkappte Indigos, die ich quasi zurückholen muss und will und soll. Also Indigos sind quasi Emanationen, also Ausdruck des Göttlichen hier auf der Erde. Und ja, das war die Antwort. Ach, schön. So erinnert mich ein bisschen wie an ein Leuchtturm, an dem sich die orientierungslosen Schiffe orientieren, ja, und festhalten können. Genau so könnte man es bezeichnen. Indigos sind riesengroße Leuchttürme. Sananda, du erzählst seit Jahren über die Reptiloiden, den Gegenstücken zu den Indigos. Wie viele Arten von diesen reptiloiden Wesenheiten gibt es? Woran erkennt man diese reptiloiden Menschen? Und gibt es auch positive Reptiloiden? Also Sananda, was genau ist ein Reptiloid
Und ist man das auch seit Geburt oder wird man das erst? Also ich fange mal mit dem Schluss an. Also Reptiloid wird man nicht, das ist man. Die Reptiloiden sind das Gegenstück der Indigos, das heißt, es sind Emanationen der Archonten, der Dunkelheit, sprich des Teufels oder Dämonen, inkarnierte Dämonen. Es ist im Prinzip, repräsentieren Reptiloiden das Bewusstsein. Und das Bewusstsein wird verkleidet im Körper und drückt sich dann aus in der Form von Reptiloiden, was wir als die Menschen so als Teufel bezeichnen, sind in Wirklichkeit Reptiloiden. Dahinter steckt auch eine Kraft, nämlich die Gegenkraft Gottes, die Archonten stecken dahinter. Und diese Reptiloiden sind mehr oder weniger befleckt durch die Archonten, wie so ein Virus kann man das bezeichnen, und repräsentieren das Böse, die Dunkelheit. Also die sind nicht hier, um sich zu entwickeln, sondern die sind das Gegenstück des Göttlichen und sind dafür da, um für Zerstörung und Vernichtung zu sorgen, für die Dunkelheit zu sorgen. Das heißt, sie sind das Gegenstück des Lichts, sie sind das Minus zum Plus, weil jede Batterie hat ja einen Minuspol und einen Pluspol, sonst funktioniert die Taschenlampe nicht und der Taschenrechner. Wenn du zwei Pluspole hast an der Batterie, funktioniert, gibt es keinen Strom. Und Minus und Plus ergibt Strom. Und die Reptiloiden sind das Minus und die sind mehr oder weniger notwendig, damit die Menschen, die quasi in der Mitte sind zwischen Minus und Plus, das ist quasi die Mitte, damit diese Menschen diese Erfahrung hier machen können in der Materie. Deswegen gibt's diese dunklen Wesen und die gibt's natürlich in vielerlei Ausführungen, die gibt's oberhalb der Erde und innerhalb der Erde. Was innerhalb der Erde, wie viel Gattungen es da gibt, das weiß ich nicht. Mit denen habe ich mich nie beschäftigt. Mir reichen die, die ich sehe, oberhalb der Erde. Und da gibt's die, die als Menschen inkarnieren. Die sehen aus wie du und ich. Die erkennt man in der Regel nur an ihrem Verhalten, dass sie bösartig sind, dass sie das Ego leben. Sie sind nur auf sich bezogen. Es interessiert nur, was sie wollen, nicht was andere wollen. Also pure Egoisten, Egomanen. Und die leben quasi genau das Gegenteil des Göttlichen. Es geht nur um sie und nochmals um sie. Unabhängig von Geld oder Reichtum. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern es geht darum, dass sie ihr persönliches Ego ausleben im negativen Sinne und sich um andere nicht scheren, kein Mitgefühl haben, brutal sind, skrupellos sind. Und die treten auf den Regenwurm drauf und lachen sich noch einen ab, wenn sie den zertreten, während ich einen großen Bogen mache und hoffe, dass dem nichts passiert. Das sind eben so die Unterschiede. Und ob man die jetzt, ja, oder anders gesagt, man braucht sie hier, damit wir diese, oder die Menschen diese Erfahrung hier machen können, braucht man diese dunklen Wesen. Und die haben sich vermischt mit den Menschen. 25% der Menschheit sind Reptiloiden. Also da steckt quasi nichts drin in dem Körper, nur ein ganz niederer Geist, den man Dämon nennt oder auch Reptiloid nennt. Und die sind nicht hier, um sich zu entwickeln. Natürlich versucht die lichtvolle Seite, diese Wesen im Menschsein zu manipulieren, zum Positiven zu bewegen. Genauso wie es umgekehrt der Fall ist, dass die positiven Wesen manipuliert werden, abzufallen. Also das ist quasi so ein Kampf, der da stattfindet zwischen Gut und Böse, weil diese Geistwesen, wenn sie inkarnieren, ja nicht mehr wissen, wer sie sind. So wie ich nicht wusste, wer ich bin, bis vor einigen Jahren, wissen ja die Dunklen auch nicht, dass sie dunkel sind. Sie halten ja sich für was Besonderes und die anderen für böse. Das ist wie mit dem Geisterfahrer. Der Geisterfahrer auf der Autobahn, der hält ja auch die anderen für die, die alles falsch machen. Und er meint ja, er macht alles richtig. Okay? Und die Reptiloiden sind auch der Grund, warum es so aussieht auf dieser Welt. Weil ein seelenvoller Mensch, der von Gott beseelt ist, der könnte ja diese Welt nicht machen, wie sie ist. Der könnte ja nicht dafür sorgen, dass die Tiere geschlachtet werden und gefressen werden.
Und dass Menschen geschlachtet und gefressen werden von Freimaurerritualen und vom Vatikan und so weiter. Die Menschen, die mich kennen, wissen, von was ich rede. Das können ja nur Seelenlose machen. Und Reptiloiden sind seelenlos. Die haben definitiv keine Seele. Weil Seele bedeutet Verbindung mit Gott. Und jemand, der verbunden ist mit Gott, kann ja nicht der Dunkelheit dienen. Das geht ja gar nicht. Ja. Sananda, du wurdest, wie man deiner Biografie entnehmen kann, Zeit deines Lebens schon verleumdet, verfolgt, drangsaliert, angegriffen und sogar oft entwürdigt. Demzufolge kann das ja nichts mit deiner jetzigen Tätigkeit als Geistheiler Sananda und deiner Aufklärungsarbeit zu tun haben. Es muss ja etwas mit dir selbst zu tun haben, mit der Energie, die du bist. Es geht also nicht darum, was du tust, sondern wer du bist. Sehe ich das so richtig? Ja, gut erkannt. Genau so ist es nämlich. Viele denken ja, dass ich nur verfolgt werde, weil ich Aufklärungsarbeit mache oder Geistheiler bin. Und es gibt, glaube ich, tausende Geistheiler im deutschsprachigen Raum mittlerweile, die mich nachahmen und die schon vor mir da waren. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, ob die jetzt alle gut oder schlecht sind, aber von denen will keiner was. Die ganzen Aufklärer, die da bekämpft werden, die werden ja auch nur punktuell bekämpft für das, was sie tun. Aber die werden nicht so wie ich und meine Familie rund um die Uhr drangsaliert und bekämpft. Das heißt, die Bekämpfung, die bei mir stattfindet, findet auf allen Ebenen statt. Das heißt, ich werde von astralen Mächten bekämpft. Ich habe nachts Besuch, ich habe tagsüber Besuch in meiner Wohnung. Da hat es dementsprechende Wesenheiten, die dort für Furore sorgen. Die haben alle nur ein Ziel, mich zu schädigen, aber nicht so Kasperle-mäßig, so, den machen wir jetzt mal ein bisschen den Vorpommer weg, sondern die wollen mich zerstören. Die wollen mein Nervenkostüm zerstören und das von meiner Familie. Und die drangsalieren uns rund um die Uhr. Nur als Beispiel, meine Frau ist zurzeit im Ferienhaus, weil wir haben eine Baustelle bei uns und die macht brutalen Lärm, die Baustelle. Ich muss aber zu Hause bleiben, weil ich arbeiten muss. Und sie ist ins Ferienhaus gegangen und letzte Nacht um 2 hat jemand gegen die Türe geklopft wie ein Irrer und sie aus dem Bett gejagt und dann wieder verschwunden. Also da laufen Aktionen, um uns zu schädigen, um Traumata herauszuentwickeln, damit wir quasi unsere Nerven verlieren, damit wir zu Fehlern neigen, dass wir Fehler machen, dass wir nicht mehr so hoch schwingen und dass unser Licht nicht mehr so leuchtet. Deswegen die ganzen Verfolgungen und Drangsalierungen. Das hat alles nur ein Ziel, mich als Energiewesen zu schädigen, dass ich nicht mehr meine Aufgabe bewerkstelligen kann. Und diese Verleumdungen, die hatte ich schon früher in meinen früheren Berufen. Selbst als Polizist wurde ich verleumdet und mir wurden Sachen unterstellt, im Kindergarten schon. Also das zieht sich in der Schule, das zieht sich durchs ganze Leben. Ich habe jetzt nicht den schwarzen Peter-Komplex oder so, ganz sicher nicht. Da bin ich viel zu intelligent dafür. Sondern ich kann das ganz gut unterscheiden. Ich sehe ganz genau, woher die Angriffe kommen. Und sie benutzen auch, die dunklen Wesen benutzen auch die Menschen, die eine schwache Seele haben oder gar keine haben, um sie gegen uns zu steuern, um uns in Bedrängnis zu bringen. Als Beispiel, vor ein paar Wochen ist ein Nachbar, der bei mir im Block wohnt, mit mir zusammen in der Tiefgarage ausgestiegen und wir können uns nicht leiden. Oder er mich nicht. Also er zeigt es auch ganz offen mit hasserfülltem Gesicht immer. Und ich versuche ihm immer aus dem Weg zu gehen, damit es keinen Ärger gibt, weil es gab schon mal Ärger. Ja. Und neulich kam der wieder. Und dann lief der hinter mir und dem Hund her, wie ferngesteuert, und ich war fast dem Hund auf den Schwanz getreten. Und der Hund ist ein ziemlich großer, also ein normaler Mensch hat Angst vor dem Hund. Oder hat Angst, ich könnte mich wehren. Und ich habe mich dann umgedreht und habe gesagt, könnten Sie bitte Abstand nehmen? Und habe mich angeguckt, durch mich durchgeguckt, ist weitergelaufen. Und
dann musste ich den Hund halten, ganz kurz halten, und dann ist er an mir vorbei, durch die Türe durch, und hat mich fast mit der Schulter noch angerempelt und war ist ein Aufzug. Mhm. Und ich habe mich dann beherrschen müssen. Mein Blutdruck ging hoch durch die Dämonen, die ich von ihm bekommen habe. Die Dämonen treiben ja den Blutdruck der Menschen hoch und treiben die ja zum Herzinfarkt, zum Schlaganfall und so weiter. Ja. Und musste mich dann wieder beruhigen und ablösen und habe dann Kopfschmerzen bekommen durch die Aufregung. Und genau das machen die mit den Menschen. Mhm. Die hetzen die auf mich drauf mit der Absicht, mich in Streitigkeiten zu verwickeln, damit ich nachher auf den losgehe und nachher dastehe wie so ein Schläger. Mhm. Und da muss man sich wahnsinnig unter Kontrolle halten und man muss wahnsinnig vorbeugend denken in seiner Tagesplanung, dass man eben von nach dem Ausschlussverfahren, dass Dinge gar nicht machbar wären, also dass man quasi vorbeugt und wenn den Leuten großräumig aus dem Weg geht, damit es keine Probleme gibt, weil die sind ferngesteuert, die können nicht mehr denken, das sind Roboter, das sind Hüllen, das sind Zombies im Prinzip. Ja, okay. Und die Verleumdungen auf der weltlichen Ebene, die habe ich ja auch noch zu ertragen, dass eben mein Name in den Dreck gezogen wird. Und auch aus der spirituellen Szene, das ist ja, kann man im Internet ja nachschauen, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Natürlich, letztendlich ist alles, kann man alles unter einen Nenner bringen. Es ist die Energie. Das heißt, die dunkle Energie mag die positive Energie nicht. Mhm. Und sobald ein positiver Mensch mit einem negativen Mensch zusammenkommt, wird der Negative auf den Positiven losgehen. Er wird ihn angreifen, entweder verbal oder körperlich oder wenn er gut erzogen ist, dann vielleicht nur mit dem bösen Blick, den sogenannten bösen Blick, ja. Dass einem fremde Leute angucken, richtig böse und abfällig und man weiß gar nicht warum und denkt, wieso guckt der mich jetzt so böse an, was habe ich denn dem getan? Ja, der kann dich nicht leiden, weil sein Wesen in ihm drin erkennt sofort, was du für einer bist. Und die hassen das Licht und gehen auf das Licht los. Und je höher man schwingt, desto mehr Angriffe kriegt man. Und deswegen werde ich so brutal verleumdet im Internet und auch überall, in jeder Form eigentlich. Und das geht auch im privaten Bereich. Da werden Gerüchte gestreut und so weiter von Leuten, die dich nicht leiden können. Und deswegen habe ich da mein Leben lang schon damit zu kämpfen. Und das hat nichts mit meinem Beruf zu tun. Mhm. Nur das, was ich jetzt tue, meine Berufung, verstärkt es natürlich noch um einiges. Ja. Mhm. Das kommt dann noch dazu, weil ich ja jetzt in der Öffentlichkeit stehe, bin ich natürlich noch angreifbarer wie vorher, wo ich ja total unbekannt war. Je bekannter ein Mensch ist, desto mehr kann man kaputt machen. Mhm. Mhm. Und bei mir wird das Ziel bewusst gemacht, da stecken Organisationen dahinter, der Vatikan steckt da dahinter, der Geheimdienst vom Vatikan, die Freimaurer steckt da dahinter, die ganzen Geheimdienste, Staatsschutz und so weiter, die arbeiten alle Hand in Hand, weil ich für die ja auch ein Systemgegner bin. Und zwar Staatsfeind Nummer 1 bin ich für die. Ja, klingt gefährlich. Ja, ist es auch. Sananda, wie gehst du heute selbst mit diesen Angriffen und Verleumdungen um und auch deine Frau und deine Tochter, diese sind ja auch in Mitleidenschaft gezogen. Du wurdest sogar schon von den deutschen Banken verleumdet und sogar boykottiert. Und es gibt kaum jemanden, der nicht versucht, dich zu verleumden. Sogar Teile der spirituellen Szene selbst versuchen das oder tun das. Gerade die, ja. Und es fällt natürlich schwer, nicht an eine weltweite Verschwörung zu glauben. Und uns würde interessieren, wie gehst du persönlich mit diesen Attacken gegen dich und deine Familie um? Ja, also ich persönlich kann das ganz gut handeln. Ich habe offenbar die Stärke, damit umzugehen, wobei ich ja hochsensitiv bin. Und ich habe natürlich auch schlechte Tage, wo mir dann alles auf den Keks geht, wo ich dann sage, kommt mir doch alle auf Kirbe, ihr könnt mich alle mal, um das mal im Dialekt zu sagen.
da wird einem alles zu viel. Da will man nicht mal aus dem Haus raus. Und da hat man so Tage, habe ich auch, gebe ich offen zu. Aber die sind recht wenig. Also es überwiegt mein Kämpferherz, meine Kämpfernatur, mein Tiger, der ich bin, der überwiegt. Deswegen habe ich die Energie. Ein Tiger kriegst du nicht kaputt, keine Chance. Den kriegst du nicht klein. Bei meiner Frau ist es ein bisschen anders. Die ist da empfänglicher und da geht's auch nahe, also sehr nahe. Die muss ich ab und zu aufmuntern. Im Moment geht's ja gar nicht gut, weil es eben von allen Seiten kommt. Und aber sie ist auch ein Kämpfer, sonst wäre sie ja nicht 30 Jahre bei mir gewesen. Und wir haben beide gekämpft in den letzten Jahren. Und bei meiner Tochter läuft es genauso. Die ist im Reitverein und da kommen irgendwelche Reiter, die so beruflich Banker sind, kamen neulich und haben dann plötzlich angefangen, Gerüchte zu streuen über meine Tochter. Und das sei doch eine blöde Kuh und die sei doch sowas schon eingebildet. Und da fragt man sich dann auch, woher kommen jetzt solche Leute plötzlich und streuen solche Gerüchte und hetzen da auf. Also das sind Organisationen, die arbeiten mit diesen Tricks, mit diesen Leuten. Die kriegen Geld dafür, die gehen überall hin, die streuen Gerüchte, die machen einem schlecht. Das passiert auf allen Ebenen. Also wir kämpfen quasi, in Anführungszeichen kämpfen, jeden Tag gegen irgendwelche Angriffe und Gerüchte und Verleumdungen. Die Verleumdungen als solche, die gehen mir sowas von hinten vorbei, was irgendjemand über mich denkt da draußen, die nicht wissen, von was ich rede. Die denken, das ist ein Dummschwätzer oder ein Labersack und der hat nur große Röhre und will nur Kohle machen. Das ist ein Betrüger und ein Scharlatan, die können mich mal kreuzweise, weil die haben ja gar keine Ahnung, wer ich bin. Und die wissen ja gar nicht, von was ich schwätze. Die haben ja keine Ahnung. Die können mich einfach nicht leiden, aufgrund der Energiesache. Oder sie sind bezahlt, was eben die meisten sind, die sind bezahlt. Das interessiert mich nicht. Neulich hat mich ein Moderator, den ich kenne, der wollte mit mir ein Interview machen, in dem er mal ein anderes Bild von mir zeichnen wollte in der Öffentlichkeit und Dinge klarstellen wollte. Dann habe ich gesagt, da gibt's nichts klarzustellen. Und ich brauche mein Bild nicht rehabilitieren, weil die Leute, die mich kennen, die mich verstehen und die mich mögen und die wissen, von was ich rede, denen muss ich doch nichts beweisen. Und den Dumpfbacken, die mich ständig angreifen, die Geld dafür kriegen oder die kein Draht zur Spiritualität haben, die nur das Materialistische sehen, ich lebe nur einmal und nach mir die Sintflut, die werden mich nie mögen. Nie. Da könnte ich Sendungen machen ohne Ende und mich ständig rechtfertigen für mein Sein, warum ich auf der Welt bin und warum ich das tue, was ich tue. Also mittlerweile, um das abzuschließen, den Punkt, habe ich mich damit abgefunden, das ist mein Schicksal, dass ich in Dreck gezogen werde von gewissen Kreisen und gewissen Menschen und damit kann ich gut leben, weil die kriegen das eh alles zurück. Die müssen das eh alles selber ausbaden. Die laden sich ja selber das Karma auf und die negativen Energien, mit die sie dann wieder rumschleppen in den nächsten Inkarnationen. Also die bestrafen sich ja selber. Da muss ich doch gar nichts mehr dazu tun. Im Gegenteil, ich wünsche denen noch viel Glück und bete noch für sie und versuche, so gut es geht, mal ein bisschen von meiner immensen Liebe, die ich habe, noch an die zu senden. In der Hoffnung, dass es ankommt. Na schön, ja. Sananda, du hast mittlerweile rund 125.000 Menschen behandelt, die allermeisten davon sehr erfolgreich. Sicher kannst du nicht jeden heilen, das sagst du ja auch immer wieder selbst. Du hast unzähligen Menschen zu einem besseren Leben verholfen und doch polarisierst du wie kaum ein Zweiter in der gesamten spirituellen Szene. Woran liegt das und hängt das mit deinem hohen Bewusstsein zusammen oder mit deiner Energie? Und warum, damit verbunden die Frage, können die meisten Menschen bei dir nicht neutral sein? Das habe ich eigentlich gerade schon beantwortet. Können wir ganz kurz halten, ist eine Sache der Energie. Wir sind ja alles Energiewesen. Energie ist
nur wandelbar, aber man kann Energie nicht zerstören. Man kann sie nur transformieren in andere Energieformen. Und ein Negativer greift einen Positiven an, nicht umgekehrt. Also du wirst nie erleben, dass ich irgendjemanden angreife, auf den losgehe oder so. Sobald die in mein Energiefeld kommen, die negativen oder größtenteils negativen meinen Menschen, fühlen die sich gereizt. Die werden aggressiv. Und das ist bei mir ganz extrem. Das glaubt mir keiner, wenn er es nicht selber erlebt. Ich war neulich vor einem Einkaufszentrum und da liefen zwei ältere Frauen uns entgegen. Und dann hat eine mich angeguckt und hat so in dem Moment das Gesicht verzogen und vor mich hingespuckt. Und sind dann weitergelaufen, als wäre gar nichts gewesen. Als wäre das ganz normal. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das überhaupt gemerkt hat, die Frau, was sie da macht. Weil die werden mittlerweile so übernommen von den Reptiloiden, von den Archonten, die Körper, dass die in dem Moment nicht mehr wissen, so ähnlich wie bei einer Hypnose, was sie gerade tun. Und das passiert mir eben ziemlich oft in der Öffentlichkeit, dass wildfremde Menschen mich hasserfüllt angucken, weil sie das Licht nicht ertragen können, die Wesen, die da drin sitzen, die können mich nicht ertragen. Sie können das Licht nicht ertragen. Und dann gehen sie auf einen los. Also die Polarisation entsteht aufgrund der Gegensätzlichkeit der Energien. Ganz einfach. Und bei mir gibt es keine Neutralität. Ist bei mir nicht möglich. Das gibt es bei mir Plejadier, bei mir Santiner vielleicht noch. Und bei mir Mantis, bei mir gibt es keine Neutralität mehr. Bei mir gibt es nur, entweder du bist auch Licht und du bist mir wohlgesonnen. Oder du bist Dunkelheit und gehst auf mich los. Es gibt nichts anderes. Sanando, vielleicht eine Frage zu den Behandlungen. Wie würdest du einem Laien erklären, wie deine Fernheilungen funktionieren und warum? Immer, dass sie funktionieren, steht außer Zweifel. Es gibt ja mittlerweile tausende Zeugen, Zeitzeugen als Beweis dafür. Und es ist eigentlich seltsam, dass die Mainstream-Medien noch nicht darüber berichten. Allerdings. Wie machst du das, so viele Menschen und auch Tiere aus der Ferne zu heilen und zu behandeln? Einen sogenannten Placebo-Effekt kann man ja ausschließen, da viele der Behandelten nicht einmal von der Behandlung wissen und die Tiere natürlich auch nicht daran glauben können. Sananda, was geht da vor sich? Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Es ist ja auch ein kleines Geheimnis von mir, so ähnlich wie beim Coca-Cola-Rezept. Die haben das ja bis heute nicht gelüftet, was da genau drin ist. Man kann es nur vermuten, aber niemand hat es geschafft, es eins zu eins zu kopieren, bis heute nicht. Neulich hat ein Moderator zu mir gesagt, ja, ich wüsste es wahrscheinlich selber nicht. Nein, ist nicht ganz richtig. Also ich bin ein Kanal von Gott und es heilt die göttliche Kraft durch mich hindurch. So könnte man das kurz beschreiben. Ich bin im Prinzip der Sender, der hier installiert wurde auf der Erde, um die göttliche Heilenergie dorthin zu leiten, wo ich es möchte. Das heißt, das geschieht auf einer nicht sichtbaren energetischen Ebene. Die Menschen, die von mir behandelt werden, berichten immer wieder, dass sie, wenn sie sich mit mir verbinden, sofort eine immense Energie verspüren, die ihren Körper durchströmt. Also das läuft alles auf einer energetischen, geistigen Basis ab und das wird durch mich hindurch gesteuert, mit meinem Willen und durch mich hindurch an die richtigen Menschen oder Tiere gesandt. So könnte man das beschreiben. Und der Placebo-Effekt, den benutzen die Heiler, die nicht heilen können, weil nur ein Indigo kann heilen. Und je höher ein Indigo ist, desto höhere Heilkräfte hat er. Das heißt, desto offener ist der Kanal zu Gott. Ich bin direkt angeschlossen an das Göttliche, also durch mein höheres Selbst, ja. Nicht durch diesen Körper. Mein höheres Selbst hat den Kanal zu mir ziemlich weit geöffnet. Dort fließt von oben die Heilenergie und die wird von mir gedanklich, willensmäßig gesteuert. Ich muss nur in jemanden denken, dann bekommt er das. Und je nachdem, wie empfänglich derjenige ist, wirkt es schneller oder weniger schnell oder gar nicht. Das heißt, wenn ich diese an einen Menschen sende,
der nicht an Gott glaubt, der total blockiert ist, total verschlossen ist, kommt da nichts an, das prallt ab wie bei einer Mauer. Zack, keine Chance. Er muss eine Resonanz haben zum Göttlichen. Und dann wird er quasi die Energien aufnehmen, die Energien heilen dann quasi seine kompletten Sachen, die er hat, innerhalb kürzester Zeit. Und je offener er ist und je weniger offen er ist, desto länger dauert es. Muss also empfangsbereit, empfänglich sein. Aber das läuft nicht auf einer Verstandesebene, die Empfangsbereitschaft, die verläuft auf einer Herzebene. Also das kann, ein Reptor kann jetzt nicht im Verstand denken, ich nehme jetzt die Energien an vom Sananda, nützt nichts, wenn sein Herz das nicht denkt. Sein Herz muss das denken, sein Herz. Ja. Zu deinem neuen Buch, der Titel des Buches lautet Durch die Dunkelheit zurück ins Licht, ist die Materie das Dunkle oder die Erde? Und wie genau können wir diese Dunkelheit hinter uns lassen? Und wie kommen wir aus diesem Kreislauf Reinkarnation wieder heraus? Ich setze voraus, dass unsere Zuschauer an Reinkarnation glauben. Und Sananda, ist es ein Geschenk oder eine Strafe, immer wieder als Mensch geboren zu werden? Wir haben gerade Besuch bekommen von einem Lichtwesen. Ich habe jetzt die Frage gar nicht zugehört, weil ich habe gerade gedanklich kommuniziert und habe mich bedankt, weil ich um Unterstützung gebeten habe. Bei meinem letzten Interview waren ein paar böse Wesen da. Und jetzt ist ein schönes, lichtvolles Wesen da. Wie war jetzt nochmal die Frage? Um die Reinkarnation. Also wie? Nur die letzten zwei Sätze noch von der Frage. Genau, oder wie kommen wir aus diesem Kreislauf der Reinkarnation wieder heraus? Und wie gesagt, ich setze natürlich voraus, dass die Zuschauer an die Reinkarnation glauben natürlich. Und ist die Reinkarnation ein Geschenk? Ist es eine Strafe? Wie müssen wir das sehen? Ja, also vorneweg, das Leben ist ein Geschenk Gottes. Und im Gottes Namen nie eine Strafe. Auch wenn die Menschen das manchmal so empfinden, wenn sie...